Feierabend. Wir sind hier in Darmstadt. Hinter uns die Elisabethenkirche. Welche Bedeutung hat die monumentale Anwesenheit des abendländischen Geistes für Sie? Nun, eigentlich keine besonders große. Ja. Ein schönes Bauwerk, wo man hineingehen kann, alle möglichen Überraschungen erleben kann. Ja. Aber die Einheit des abendländischen Geistes, naja, das ist so eine Reederei. Ja. Ja, mir imponiert sie nicht so sehr. Ja. Ihre Philosophie, ist das nicht eine Abwehr gegen diese Form von Zentralismus? Nun ja, die Frage ist, hat es diesen Zentralismus überhaupt gegeben? Gab es den Zentralismus überhaupt generell auch für die kleinen Leute? Ja? Da drin, ja, da sind ja die Großkopferten gesessen, ja, die Intellektuellen, die Machthaber. Ja. Aber was hatte der Bauer? Der Bauer hatte seinen Dorfpfarrer und dieser Dorfpfarrer konnte ja meist hier mal richtig lesen. Ja. Aufklärung, sexuelle Aufklärung, hat der Kant gesagt, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sind Sie auch ein sexueller Aufklärer in dieser kantischen Tradition? Kann man das so sagen? Naja, von jeher sagt mir der Pfarrer, wie ich mich sexuell zu verhalten habe. Ja, der Arzt sagt mir, welche Diät ich zu machen habe. Ja, brauche ich nicht mal mehr zu onanieren, ja, brauche ich nur noch zu zahlen. Ja. Und mit den Leuten, ja, deren Verwandte von den Medizinern verpusht worden sind, die sind schon ein bisschen wacher geworden. Ja. Und was die Religion betrifft, mei, da habe ich früher drauf gespuckt. Ja. Heute würde ich nicht mehr drauf spucken. Ja. Gibt es da auch einen Bezug zu der griechischen Tradition? Damals, ja, bei Aristophanes, ja, der Arzt gewesen. Viel bezahlt, dem Aristophanes geholfen hat es nichts. Ja. Ist Ihr Philosophieren gewissermaßen auch eine Kritik an dieser Radikalform der Aufklärung, wie man sie in Kontinentaleuropa betrieben hat? Ja, dieser aufklärerische Feldzug hinweg, nur die Erkenntnis. Ja, was für eine Erkenntnis? Naja, von Elementarteilchen. Naja, was helfen mir die Elementarteilchen, wenn ich mich aufhängen will vor Verzweiflung? Ja? Was gibt's da in der Aufklärung? Da gibt's nichts in der Aufklärung, oder? Hm? Herr Feierabend, zuweilen werden auch intellektuelle, philosophische Probleme im Fernsehen diskutiert. Sehen Sie sich solche Sendungen privat an? Naja, allgemein interessieren mich diese Sendungen nicht sehr. Ja. Sie schläfern mich meistens ein. Aber einmal hat es mich interessiert, habe ich eingeschaltet. Ja. Da sehe ich Jeanne Hersch, ja, eine Schülerin von Jaspers gewesen. Und da ist ein Interview gemacht worden. Ist eine sehr ernste Dame. Ja. Und ich wurde gefragt, was raten Sie den jungen Leuten draußen an den Bildschirmen? Ja. Ja, diese jungen Leute, die möchte ich sehen. Der eine, der andere trinkt. Ja. Wer ist das da? Warum hast du das Programm eingeschaltet? Ja? Und dann fängt die an, mein Rat an die Jungen. Das ist doch lächerlich, ist doch lächerlich. Und wenn man da von oben absolutistisch als hochgestellte Persönlichkeit auf die hilflose, arme Person unteroktroyiert mit der Weisheit der Worte, boom, 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 nicht wahr? Wittgenstein hat gesagt, Philosophie ist der Fliege, den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen. Sie haben Wittgenstein in Ihrer Wiener Studentenzeit persönlich kennengelernt. Na, ich erinnere mich an die Zeit, als ich in Wien studiert habe. Ja, bei der Vorlesung haben wir ab und zu eingegriffen. Ab und zu unterbrochen, er war Professor Heinkel in Wien gewesen, ja, und er sagte, Feierabend, entweder Sie halten das Maul oder Sie verlassen den Vorlesungssaal. Da habe ich natürlich das Maul gehalten, ja, weil draußen war es kalt gewesen. Das verstehe ich, ja. Und mit Wittgenstein, naja, da haben wir halt diskutiert in Zirkeln und haben ab und zu gestritten und ein bisschen gestritten. Ja. Ihr Philosophieren, wie würden Sie diese Tätigkeit, diese originelle Praxis bezeichnen und beschreiben? Na ja, gut, eigentlich bin ich ja gar kein Philosoph. Ja. Ich bin eigentlich bin ich ein Pensionant, ja, und das Leben ist ganz angenehm. Ja. Ja, von der Tätigkeit her war ich Professor für Philosophie im Fachbereich Wissenschaftsphilosophie. Ja, aber den Titel habe ich nie sehr ernst genommen. Ja. Ist diese Praxis, von der wir eben gesprochen haben, auch eine Form des
des Leidens. Würden Sie das auch so sehen? Naja, mit dem Leiden, da erinnere ich mich an einen Brief, den habe ich gekriegt von der Oxford University Press. Ja, und da ist drin gestanden, wir Philosophen leiden. Ja. Diese Menschen sind verrückt. Ja, da habe ich geblättert im Husserl, habe ich nachgeschaut, durchgelesen und er schreibt, wir Philosophen sind die Bannerträger der Menschheit. Wie ist der Bannerträger der Menschheit? Was weiß der vom peruanischen Bauern? Was weiß der? Diese Leute sind verrückt. Ja?